Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das super mega geile mega super Pack, also Mega Pack von Xplode. Und ich würde mal sagen, so sieht's hier aus. Und ja, es ist unfassbar fett. Oben finden wir 4 große geile Xplode Raketen, darunter 3 kleine. Und wir machen das jetzt auch mal auf hier. So sieht die Rückseite hier aus. Gucken wir mal, findet man noch irgendwo eine NEM. Im manuellen Modus ist das natürlich schwer, denn der stellt nicht von sich aus scharf. 256 Gramm, womöglich auf das ganze Sortiment. Und ja, holen wir mal die Raketen. Also richtig dicke Oschis, wahrscheinlich auch alle mit Zerlegern. Ich bin ja eigentlich ein Xplode-Fan, muss man jetzt schon mal so zugeben. Die geht schon ab, perfekt. Die hier auch. Hallo, Mikrofon. Mal die hier noch raus. Aber was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte, ist, was hier sich noch in dem Set befindet. Und zwar finden wir hier eine volle Packung. Xplode Bees. Diese super schönen Bienen hier. Hallo. Genau. Dann finden wir so ein komisches zusammengeschweißtes Päckchen Super Böller 2 von Xplode. Ich vermute stark, dass die mit BKS sind. Auf jeden Fall 2 Gramm. Wenn nicht, dann ist auch okay, aber man kann ja mal gucken. Weil es gibt auch Raketensortimente, da haben die Pyrocracker schon BKS. Vielleicht haben die das ja auch. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Und schütten wir mal den Rest aus. Zack, 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 zack. Finden hier noch Crackling Ball. Kennt man ja von Xplode, haben auch noch Kügelchen, meines Erachtens nach. Lass ich mich nicht lumpen, guck mal ganz fix rein. Aber das selbstverfreilich haben die noch Kügelchen. Weitergehend haben wir noch Magic Whip. Das ist so eine Crackling-Strippe. Können wir auch hier mal reingucken. 2 Stück nur, also sollten die lang sein. Die sind aber geil hergemacht. Die sind wirklich geil hergemacht. Lol, geil, habe ich so noch nie gesehen. Und als letztes haben wir hier noch Xplode, wie heißen sie, Etna Silver und Etna Gold. Also ungefähr, ich schätze jetzt mal die Xplode Vulkane. Kleine Ausführung, ein kleiner in Gold und ein kleiner in Silber. Richtig schön eigentlich. Und jetzt würde ich sagen, mach mal das schöne Sortiment. Ihr kauft natürlich bei Pyroland, auch unten verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit diesem wunderschönen Familiensortiment von Xplode. So Leute, jetzt machen wir das Mega-Pack von Xplode. Wir fangen ja an mit den Super-Böllern. Da ist ein Luftheuler. Ja, gucken mal, ob die mit BKS sind. Das interessiert mich jetzt. Nicht mit BKS, aber die schnipseln gut. Gehen auch relativ. Aber machen wir mal noch einen und dann kommt der Rest im Dunkeln. Schon okay. Weiter geht's mit dem Megapack, da sieht man's. Wir schütten das mal auf. Die Böller haben wir schon erfolgreich erledigt. Der Wind ist easy da. Und ich würde mal sagen, machen wir erstmal die Crackling Balls und dann die Magic Whip. So, machen wir mal. Sind da noch mit Kügelchen? Da ist ein FP3. Ja, relativ mager. Aber. Oh ja, okay. Machen wir weiter mit dem Magic Whip. Magic Whip! Übel geil verpackt! Oh ja! Was eine. Wie macht man? Nein, das ist was. Wie macht man die denn? Ach, da ist ein Lund, ich seh's gerade an der Seite. Siehst du was? Ja, da. Soll ich auch geil machen? Ja, mach. Mal gucken, ob die Xplode genauso gut kann wie Leslie. Das würde mich interessieren.
die waren gut laut, ne? Richtig laut. Ja. Jetzt richtig. Die Bees von Explode. NEM haben wir hier 18 Gramm. Auf vier Vögelchen. Das ist relativ klein. Machen wir mal zwei. Hier, nehmen wir auch ein. So, machen wir gleich zu zweit, denke ich mal. Da machen die auch mehr Spaß. Julian, pass bitte auf! Ich mach mir mal ein. Die sind eigentlich für die Größe sogar ganz schön. Warte. Boah, fett. Richtig gut. Jetzt die Ätna in Gold und Silber. Bin ich jetzt erschrocken. Oh, ja, ja, Dinosaurier. Ah, ja. Fangen wir an mit den Silbernen. Vom Design her sind die ja schon so toll. Wenn die jetzt noch so an diese Explode-Vulkane rankommen. Ja. Oh ja, das sieht gut aus. Das riecht nach 100 Kerzen. Alter! Was hatten die für eine Brennung? Wie heißt der Stoff, der dafür genutzt wird? Wie nennt man das? Zellulose, aber ich weiß nicht. Ich bin mir ganz sicher, ob das genau war. Und der goldene. Also wie die großen, wirklich in der Steighöhe. Ja. Ey. Top. Richtig geil. Das war klein, aber dieser Goldeffekt, warte mal, komm mal. Ja, kalte Funken einfach. Ja, also, das Leute, guckt euch doch mal an, wie klein die sind und was die können. Richtig geil. Die kleinen Raketen aus dem Sortiment. Dann die größere. Dann die größere. Du hast gut getroffen? Lol. Ja, ich bin lollig. Fangen wir mal an mit der XPE 2736. Man sieht es nicht jetzt, aber. Genau, das machen wir gleich mal. Die steigen, also X-Load steigt wahnsinnig hoch. Aber wir machen gleich mal hinterher hier die 2736. Die wäre schöner, wenn die nicht so hoch steigen würden. Oh, der Wind. Wie ein Easy da. Papa? Ja, auch wieder Cracken. Ja, machen wir das. Shoutouts an die Dame, die gerade ein Feuerzeug von mir wollte. Das ist einfach nur geil. Okay, jetzt die mittelgroßen und großen. Haben wir mal noch die 2760. Damit fangen wir mal an. So links, hoch, Mann! XPE 2745. 54. Ja, Silvester lässt mich die Zahlen verdrehen. Boah, steig halt noch höher. So, jetzt gibt es noch die 2764 und die andere hier, die 2770 auf Schlag. Perfekt. Sehr gut.
waren dann nochmal schön. Aber im Endeffekt muss man sich wieder selbst entscheiden, ob man das Set kauft. Ich finde es ganz passabel, nur leider darauf, wo es ankommt. Die Raketen sind nicht so derbe, aber die Sortierung ist echt schön. Und hier ziehe ich das. Na dann, würde ich mal sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Video und ciao. Gelernt, nimm dir was du willst, ob legal oder nicht, kein Plan, bin für sie ein Krieg.